Nun äußerten sich auch die Verantwortlichen der Südkurve München zur Spielunterbrechung vom vergangenen Mittwoch beim Erstrundenspiel der Bayern in Münster anlässlich des DFB-Pokals. Zitat Südkurve München: Auch wenn er in der Hierarchie der Clubwettbewerbe oft hinter der Bundesliga und der Champions League anstehen muss, ist der DFB-Pokal für uns Fußballfans objektiv betrachtet doch eigentlich ein geiler Wettbewerb. Nur K.O.-Spiele, alles oder nichts, regelmäßig Überraschungsmannschaften in Halbfinale und Finale, es werden große Geschichten gespielt. Besonderen Reiz hat dabei natürlich auch die erste Pokalrunde. Weltstars fahren in die Provinz, Amateure hoffen auf das große Los und die noch größere Sensation. Die meisten Spiele finden samstags oder sonntags statt. Als Fan eines Bundesligisten hat man auch so seine Hoffnungen. Vielleicht ein Ausflug in die Kleinstadt, am besten zu einer Mannschaft, die auch wirklich in ihrem eigenen Stadion spielt oder zu einem großen Traditionsverein, gegen den man aufgrund von chronischem Erfolgsmangel sonst nie spielt. Auf jeden Fall hofft man aber auf einen Termin am Samstag oder Sonntag. Die neue Praxis, den DFL Supercup nun an eben diesem ersten Pokalwochenende auszutragen, nimmt zumindest uns Bayern-Fans die Chance, diese coolen Erlebnisse ohne zusätzlichen Stress und Urlaub an einem Wochenende zu haben. Einem Supercup, dessen Bedeutung im Übrigen im Gegensatz zum DFB-Pokal von über 60% der kürzlich für eine Umfrage befragten Fans als gering oder sehr gering eingeschätzt wurde. Auch für die Fans der sogenannten Kleinen bieten die Spiele unter der Woche keinen Mehrwert. So ein Spiel gegen Bayern ist ja auch immer etwas Familienfest und Rummel. Das ist an einem Wochenende im August schon was anderes als einem Dienstag Ende September. So heißt es heute also wieder Urlaubsschein und morgen komplett übernächtigt in die Arbeit. Ist ja nicht so, dass es den Fans der erfolgreichen Mannschaften an englischen Wochen und vielen müden Kilometern durch die Nacht mangeln würde. Dass diese Aufsplittung der ersten Runde alles andere als fanfreundlich ist, darauf wollten wir am Mittwoch aufmerksam machen und deshalb das Spiel kurz unterbrechen. TV-Sender, Verbände und Vereinsverantwortliche mögen ebenso wie wir einen engen Zeitplan haben, aber da sie mit den Terminierungen Faninteressen mit Füßen treten, müssen wir uns eben die paar Minuten nehmen, um ihrer Artikulation Raum zu verschaffen. Auch wenn wir morgen deshalb auf der Arbeit etwas zu spät dran sind. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.